3, 2, 1, let's go! Digga, Revi, Digga, senden und warum gebe ich doch meine Account an, Digga? Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Es sind eure zwei Barber-Pros hier live aus dem Lost. Oh, Lukas, du bist nicht Mitglied des Lost Clans. An der Stelle raus aus der Gruppe. Ich spiele heute ganz alleine eine Runde. Wenn ich du wäre, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich in die Gruppe wieder reinkommen. Ah, alles klar, schön, okay, dass du wieder da bist. Ich spiele heute wieder ein paar Dus und werde uns gegenseitig Aufgaben stellen. Falls ihr das Format noch nicht kennt, könnt ihr einfach hier im Itemshop meinen Creator-Code Revinzeit eintragen, so wie ich das hier gerade mache, meine Freunde, und euch ein paar Skins kaufen, damit ich maximal viel Ertrag habe. Halt deine F. Was? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt auch mal ein bisschen Werbung für meinen Creator-Code machen. Zwar nett. Der Werbung. Creator-Code. Ah, Vive mit 3i, meine Freunde, ist jetzt auch wieder verfügbar in Fortnite. Und ich sag mal so, wer den benutzt, der ist es wirklich selber schuld. Nutzt den also, oder? War gut. Leute, ich bin auf jeden Fall wieder richtig gut gelaunt. Und es hat tatsächlich jetzt momentan hier 11.30 Uhr. Und der Tag hätte nicht besser starten können, bis dann der Vive meint, wir nehmen heute auf. Wir landen hier erstmal in Paradise Palms. Lukas, fang wieder ganz entspannt an, ja? Ich möchte einfach nur mal sagen, wenn ich du wäre, würde ich bei jedem Schuss, den ich abgebe, machen. Also wie so ein Hühnchen, weißt du, was ich meine? An der Stelle dann, wie gesagt, du hast doch nicht geschossen. Aber so, ich muss einmal testen. Och, Digga, ich werde direkt abgeschossen. Digga, ich werde direkt abgeschossen. Ja! Ja, moin. Ich verstehe halt nicht, wenn ich doch was markiere, so ein Ort, weißt du? Ja, warum landen wir da nicht zusammen? Helf mir doch, ich bin down und keiner weiß es. Der Typ wurde gekillt. Bitte. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt sofort kommen und mir helfen. Da so leider die Aufgabe missachtet, mein Lieber. Moment, ganz kurz, ja? Soll ich jumpen? Komm, auf Ehre. Du hast die Aufgabe verkackt. Wenn ich du wäre, würde ich mir auch noch ein Lied singen dabei. Ich bin der Lukas und bin dann. Bin der Lukas und bin dann. Weiter. Und ich bin der Lukas 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 und bin ein. An der Stelle grüße ich raus an die Monetarisierung dieses Videos. Leute, Lukas wollte leider Gottes aufgrund seiner Performance, dass die erste Runde rausgeschnitten wird. Lukas, ich würde sagen, wenn ich du wäre, würde ich das mal ganz kurz zugeben an der Stelle. Lukas, ja, du hast gerade eine Aufgabe bekommen. Ja, ich gebe zu, dass das so war. Gut, sehr schön. Ich würde sagen, wir spielen die zweite Runde. Lukas, ich bin wieder dran, ne? Nein, du hast gerade gesagt. Und kurz überlegen, so ein Guten Morgen-Lied wäre jetzt doch ganz süß. Revi, wenn ich du wäre, singen wir mal ein schönes Guten Morgen-Lied, ein nettes Lied. Darf ich noch schnell runterschlucken oder soll ich mit Mund? Mit Mund voll. Lukas, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, Lukas. Deine Eltern haben dich sehr lieb, Lukas. Ich hoffe, dass du einen schönen Tag hast und auch einen guten Start. Lukas, deine Eltern werden dich erinnern, weil du die bist im Universum bist. Das war nicht so nett. Der letzte Tat war gefreestyle, tut mir leid. Lukas! Was denn? Ich bin dran und du hältst Maul, denn okay, du bist ein hässlicher Gaul. Pass mal auf, lande mal hier bei mir, Lukas, und dann sag ich dir, was du zu tun hast, ja? Ja, sag das als Aufgabe. Ich lande nirgendwo. Land woanders, ist mir egal. Gut, lande halt bei den Gegnern auf dem Haus. Okay, mir, also. Nee. Musst du bei dir landen. Okay, Revi, hast du was zu trinken bei dir? Ja. Okay, wenn ich du wäre, würde ich jetzt nach jedem Kill, den du machst, 1 Liter Wasser trinken. 1 Liter Wasser? Ich habe so ein Liter. Hier. Ich habe einen halben Liter Wasser hier, das war's. Ja, musst du den wieder auffüllen gehen auf Toilette. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt erstmal die Waffen droppen, die du gefunden hast. Wow, komm her, viel Spaß damit. Hey, Revi? Was? Wenn ich du wäre, würde ich ab jetzt der freundlichste Mensch der Welt sein in dieser Nein, ganzen Runde. Nein, ich hasse dich, es ist mir egal, ich habe keinen Bock mehr. Diese Aufgabe ist dreist und ich werde nicht zu dir freundlich sein. Also machst du die Aufgabe nicht. Das habe ich damit nicht gesagt. Rush in. Hat einen 78er Hit von mir bekommen. Hab ihn. Lukas, hier ist ein Spieler. Ja, du hast mich eingebaut. Hab ihn. Wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz bei deiner Mutter mal anrufen und sagen, dass du heute nicht kommst. Aber ich wollte gar nicht vorzukommen. Ich weiß. Sag ihr das einfach. Ruf bitte an und sag einfach, dass du heute nicht kommst. Hä, das ist übel unnötig. Nee. Sag sie das einfach, ja? Ist deine Mutter, die macht sich Sorgen, ob du heute kommst. Sagst du ihr einfach, dass du nicht kommst, ja? Du bist so. Okay. Ja? Du musst mal freundlich sein. Das war die Aufgabe. Ja, ist doch eine freundliche Aufgabe. Digga, das ist so unnötig. So, warte, ich probiere es nochmal auf Festnetz. Ja gut, oder halt auch keiner. Dann würde ich sagen, ruf deinen Vater an. Warum? Lukas, die möchten wissen, dass du heute nicht kommst. Digga, das ist so unnötig. Was ist denn daran unnötig? Die wollen wissen, dass du heute nicht kommst. Wo ist das Problem? Oh. Hi, Papa. Hi, Lukas. Ich wollte nur sagen, ich komme heute nicht, ne? Ich komme heute nicht mehr. Ja, ich komme heute nicht mehr. Bist du das Video noch schnell? Nee. Lukas, wenn ich du bin, würde ich jetzt machen und auflegen. Oh nice, dafür hat sich gelohnt, 2 Stück hintereinander zu wasten. Du das bist wieder ist dran. So unnötig.
Ja, aber es war eine freundliche Aufgabe, das muss man sagen. Aber guck mal, wie er es direkt gerafft hat, Digga. Weil ich würde da niemals anrufen, einfach sagen, ich komm nicht mehr, Digga. Lässige Boob sein. Voll random, Leute. Komm, los, du bist dran. Oh, ich hab die gute Aufgabe. Ja. Pietro, normal, der hat ja Geburtstag gehabt, ne? Ja. Ja, und ja, du warst ja auf der Feier, ne? Ja. Aber du hast mir ja auch schon persönlich gesagt, die Feier war, also hast du nicht so gefeiert? Nee, es war lustig, es war nur seltsam, sag ich mal. Deswegen rufst du ihn einfach mal an und sagst, pass auf, die Feier fand ich nicht so und bittest einfach darum, dich zukünftig nicht mehr auf solche Feierlichkeiten einzuladen. Boah, du Pisser. Junge, Lukas, du bist echt das letzte Stück. Ja, warte, mach ich jetzt. Lukas, lass meine, mein Gott, ey, Digga, wenn ich du wäre, drop mir alle deine Minis, du Drop mir alle deine Minis, Lukas. Okay. Aufgabe habe ich gemacht. Dann warte, ich rufe ihn jetzt an. Glaub nicht, dass er dran geht. Ich glaube, der pennt noch. Boah, das wäre noch viel besser, wenn du ihn jetzt wächst. Ruhe. Hoffentlich geht er nicht dran. Ich bete, dass er dran geht. Und am Ende auch und auflegen. Nee, geht nicht dran. Digga, du hast einmal getutet. Geht keiner dran. Wirklich nicht. Hier drunter am Body, meine Freunde. Ihr seht's. Geht nicht dran. Oh, Glück gehabt, Alter. Du Lacker, Digga. Auf Ehre. Ah, egal, dann zählt die Aufgabe nicht und ich darf noch eine stellen. Natürlich, Lukas. Doch, ja, okay, darf ich wirklich. Doch. Dann ruf einmal bitte bei Standardskill an und sag ihm, dass du hast gerade auch das Video von seinem Lambo gesehen. Du findest echt einfach unnötig, dass er sich dieses Auto gekauft hat und er soll mal ein bisschen besser auf sein Geld achten. Bin dran. Aber auf komplett Ernst, Digga. Ja, geht auch nicht dran. Er muss rangehen. Wie er bei WhatsApp auch dieses Bild hat mit diesem Lambo, Alter. Dieser Junge ist ein lebendes Meme, Digga, wirklich. Geht auch nicht dran. Digga, was ist los? Mein Gott, mich haben alle Leute blockiert. Dann ruf die Polizei an. Halt's Maul. Okay, komm, egal, deine Aufgabe gilt. Du hast zweimal sehr probiert, keiner reicht. Gib mir doch noch mehr, du. Und der ist super low, der ist super low. Ja, Digga, Alter. Ist nicht nur einer. Hey, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich jetzt hingehen und eine Rolle Klopapier nehmen und meinen Kopf wickeln und die Hälfte davon essen. Ich muss mich richtige. Gib jetzt richtige. Ich esse Lukas, Klopapier. Jedes, okay, doch, machst du. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich jetzt jedes Mal, wenn ich einen Gegner sehe, ein Stück Klopapier essen. Nein. Okay, krass. Warum nicht? Nein, du machst auch nicht rein, Digga. Mach mal, übertreib mal nicht. Doch, ich schneide das rein. Okay, Lukas hat seine Aufgabe zum zweiten Mal nicht gemacht. Ja, okay. Lukas, ja. Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt die Zahnpastatube holen und jedes Mal einen richtig leckeren Squeeze aus der Zahnpastatube essen. Wenn du, guck mal, was ist falsch mit diesem Jungen? Ich möchte, dass du leidest. Du hast auch nicht bei der Polizei angerufen. Was? Du hast auch nicht bei der Polizei angerufen. Lukas, wenn ich du wäre, würde ich tatsächlich jetzt mir eine Flasche Orangensaft über den Kopf kippen. Ich hab keinen Orangensaft. Dann nimm Wasser. Und ich muss noch weiter aufnehmen. Ich kann mir jetzt nicht meine Haare kaputt machen. Okay, Lukas, wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt eine Flasche Wasser in den Schritt kippen. Das wird ja wohl machbar sein. Oder ein bisschen Tee, damit dein Schritt nass ist, damit man das sieht. So unnötig. Nice. Yeah. Warte, ich hol grad die Kamera und zeig's euch. Oh, das war Wasser aus dem Kühlschrank. Ah, oh mein Gott. Lukas, wenn ich du würde ich jetzt ganz kurz deine Mutter zurückrufen, weil sie gerade schon wieder an. Tatsächlich, ne? Ja, sie ruft an. Und dann die ganze Zeit nur machen. Buka! Ja, dann. Hallo? Buka! Ein wichtiges. Buka! Kannst du mal einfach so knipp normal sein? Buka! Diese Aussage, kannst du nicht einfach mal normal sein, Junge? Ich glaube, deine Mutter hat das schon echt oft mit dir durchgemacht. Ja! Wegen dir denkt jeder, den ich anrufe, ich bin behindert, Junge. Achso, ich glaube, das war schon vorher so. Also. Gut, Lukas, schöne Aufgabe, hast du gut gemacht. Kann man nicht anders sagen, ja? Schön, dass du alles abbaust. Wenn ich du wäre, gib mir alle deine Mats. Das war wieder unnötig. Ne, hier über uns, er landet. Ich hol den vom Baum. Ja, Digga, als ob! Wenn ich du wäre, würde ich mich aber jetzt jedes Mal, wenn wir sterben, freundlich bei dem Gegner bedanken. Das ist die schlimmste Aufgabe für mich, das weißt du. Lukas? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt deine Mutter nochmal anrufen. Nein. Und ein paar Tigergeräusche machen. Digga. Ein paar Tigergeräusche. Kann doch nicht meine Mutter jedes Mal anrufen. Klar. Ey, meine arme Mama, ne? Hi. Lukas. Bin ich jetzt wieder in irgendeinem Video von dir? Ist klar. Lustig. Was soll ich jetzt machen? Junge, Alter. Da ich will jetzt gerade anrufen, auflösen, Digga. Ey, ja, mal mit der Mann.
Teamarbeit! Jetzt kommt die Aufgabe, die dich wahrscheinlich am allermeisten von allen Folgen, die wir jetzt hatten, triggern wird. Mhm. Wenn ich du wäre, würde ich die Runde nicht gewinnen. Das passt. Das ist eh unmöglich mit dir. Vollkommen in Ordnung. Lukas? Ja? Glaub mir, ich habe mir eine richtig gute Aufgabe zum Ende aufgespart. Oh, wenn ich du wäre, Lukas, würde ich kurz... Hab einen Down. Wir dürfen nicht gewinnen. Komm, ja, wir dürfen müssen. Nicht gewinnen. Wir dürfen nicht gewinnen, Remi. Ist mir jetzt egal, Lukas. Ist mir total egal. Nein! Ja, wir dürfen nicht gewinnen. Bitte bring dich um. Remi, wenn ich du wäre, würde ich mich umbringen. Mach! Spring! Ja! Oh, Lukas, shit. Ja, Mann. Wenn ich du wäre, gibst du mir jetzt deinen Fortnite-Account. Deine Login-Daten von deinem Main-Account. Ey, das ist so unnötig, ne? Super, Leute. Wir sehen uns dann gleich bei Vive im Account wieder. Bis gleich. Hey, so, meine Freunde, wie ihr seht, sind wir hier gerade in der Vives-Account. Ich würde sagen, bei Vives, du brauchst erstmal 13.500 V-Bucks. Nein. Erwerben. Bestellung abschicken. Ah, ne, jetzt muss ich mich hier einloggen. Dann kaufe ich mir erstmal ein paar Skins als Geschenk. Ich würde sagen, hör mal auf, hör mal auf. Tech-Kommando als Geschenk kaufen. Halt's Maul, die 1200 V-Bucks. Digga. So, einmal den Skin hier. Digga. Revi. Gucken. So, warte mal. Den Oblivion-Skin, den habe ich auch noch nicht. Für 2000 V-Bucks. Hör auf. Ein Skin ist okay. Viel Spaß. Ein Skin ist okay. Mit dem neuen Skin. Digga. Senden und auf. Warum gebe ich doch meinen Account-Daten, Digga? Das ist ein Problem. Revinzer besitzt den Gegenstand. Och, Mann, okay. Ach, wisst ihr was? Dann holen wir das Gitarren-Solo wenigstens noch. Komm, das ist okay. Dann nehmen wir das noch dazu. Hör mal bitte auf, und Standard-Skill schenke ich das auch noch einfach, nur weil ich sie freut. Digga! Und als Nachricht. Hör hallo, Standard-Skill. Du bist ein richtiger... Hör auf. Hör auf. Das freut Standard-Skill auch bestimmt, wenn er dann diese Gitarre bekommt, meine Freunde. So! So, dann würde ich jetzt schon sagen, dass ich hier noch einen Skin zurücktrade. Und geh zwar raus. Tauschen wir einen Skin um. Wir tauschen nämlich den Schädeltrooper, den tauschen wir zurück. Den Schädeltrooper, also den Skulltrooper, den OG-Skin, den traden wir. Nein, meine Freunde, ich würde sagen, das reicht an der Stelle. Wir verstellen auf jeden Fall nochmal schnell alles, damit Lukas auf jeden Fall komplett anderes in der Karte als vorher. Ey, hör bitte auf, ich hab's nicht eingespeichert, wie ich es hatte. Hör auf. So, Leute, schaut mal hier, bitte schön. Jetzt machst, also, dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich bin damit raus, meine Freunde. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.